Willkommen zur Station, yes. Mein Name ist Matthias und ich möchte euch meiner Combustion Centrifuge zeigen. Sie kann das gleiche wie die meisten sie auch kennen. Man kann sie mit dem gelben Schalter an- und ausmachen. Aber sie kann mehr. Sie kann viel, viel mehr. Ich habe mir immer die Frage gestellt, warum bauen sich die Leute denn eigentlich nicht diese Zentrifuge? Weil sie 5 dieser Zentrifugen ersetzt. So, da gibt es 2 Gründe. Die einen haben das Treibstoff nicht, also den Fuel nicht. Und die anderen Leute, die sagen sich, oh, der Aufwand. Und außerdem kann sie ja während des Betriebs gar keine Erze rausgeben. Ne, deswegen will ich die nicht. Und genau da komme ich ins Spiel. Ich habe mir eine Lösung einfallen lassen. Ich habe einen Automatikmodus programmiert. Und dieser Automatikmodus macht Folgendes. Eine gewisse Zeit wird sie arbeiten und eine gewisse Zeit wird sie ruhen, um die Erze rauszugeben. Ja, dazu zeige ich euch jetzt mal ganz kurz was im Quelltext. Den brauchen wir nämlich jetzt gerade dafür. Hier haben wir eine Laufzeit definiert. Ich habe 1200 Sekunden. Im Normalfalle fürs Video habe ich 4 Minuten. Ja. Also 240 Sekunden eingestellt. Der Ruhemodus ist bei meine 1200 Sekunden 180 Sekunden. Sprich 3 Minuten. So. Dort könnt ihr die Zahlen ändern, wie ihr wollt. Ihr könnt jetzt hier sagen, der soll eine halbe Stunde laufen. Dann tragt ihr 1800 ein. Wenn ihr sagt, er soll mindestens eine Stunde lang knechten, dann tragt ihr halt 3600 ein. Immer die Sekunden eintragen. Ja, und wie lange er ruhen soll, auch die Sekunden eintragen. So. Hätten wir das geklärt. Jetzt möchte ich euch die erstmal zeigen und dann erkläre ich dazu noch, was so auf dem Display zu sehen ist. Automatikmodus. So, sie geht jetzt an und fährt jetzt langsam hoch. Das ist die prozentuale Anzeige, wie viel Zeit schon verstrichen ist. Das ist die prozentuale Anzeige, wie viel Zeit jetzt verstrichen ist. So. Das ist das Stresslevel von dieser Maschine. Und das ist die RPM, wie schnell sie arbeitet. Die normalen kleinen Zentrifugen, die arbeiten übrigens so bei 100. Sie kann bis 500 arbeiten, deswegen kann sie 5. Dieser normalen ersetzen. Ihr werdet bei meinem Code nicht erleben, dass sie den grünen Bereich auch nur lange Zeit verlassen wird. Also das wird nicht passieren. Sie fährt ganz ruhig hoch und arbeitet und knechtet, wie ihr das wollt. Der Code ist bei mir geschrieben, also von mir geschrieben und auch bei mir natürlich. Ja, ich habe mir dazu einiges einfallen lassen. Ich hoffe, ihr werdet da halt dann Spaß dran haben, dass ihr da diese Maschine am Laufen lassen könnt. Und lieber Fellpower, wenn das jetzt, war das richtig? Ja, doch, er heißt doch Fellpower, oder? Das muss ich gerade mal nachgucken. Ich sehe es nicht. Ja, ich meine, Fellpower heißt da. Chris, auf jeden Fall Chris. Unser YouTuber Chris Fellpower. Ich schreibe meine Codes immer selber. Das möchte ich jetzt mal so sagen. Ich mache kein Video über einen fremden Code. Falls du dieses Video siehst, weißt du somit Bescheid. So, jetzt gehen wir weiter zu den Anzeigen und auf die Schrauben. Ja, sie bleibt immer im grünen Bereich, wie versprochen. Auf D0 legt ihr die Combustion Centrifuge. Auf D1 legt ihr den gelben Schalter. Damit könnt ihr an- und ausmachen, wenn ihr den Automatikmodus nicht benutzen wollt. Auf D2 setzt ihr den Automatikschalter. Der steuert dann diesen automatisch mit. Ja, die Displays sind optional, ihr müsst sie nicht haben. Das Stresslevel packt ihr bitte auf D3, wenn ihr es denn haben wollt, dieses.
Das RPM packt ihr auf D4, wenn ihr es haben wollt. Und auf D5 packt ihr den automatischen Anzeigedingens prozentualen irgendwas. So, läuft doch. Ja, wir sehen jetzt schon, dass sie schon bei 90% angekommen ist. Und jetzt wird sie zu der 100% überlaufen. Sie geben wir ihr jetzt auch. Und sie wird gleich die 508 erreichen. Das ist so die RPM, die sie machen kann. In dem Moment, sie arbeitet schon den ganzen Moment, aber jetzt geht es halt richtig fix und also richtig schnell hier. Die schießt, glaube ich, mit 17% voran oder sowas, 15%, ich weiß es nicht genau. Und ihr seht, wie schnell die Erze hier mal eben kaputt gemacht werden. Es ist ein Highlight, es ist einfach wunderschön zu sehen. Und ja, wenn ihr jetzt vorstellt, sie arbeitet eine halbe Stunde und gibt dann alles aus, dann habt ihr ganz viel Material. Daran könnt ihr die DeepMiner anschließen, ja, oder auch die Rakete, der Junk, was ihr kaputt gemacht habt. So, jetzt kommen wir langsam zu unserer Ruhephase. Sie wird jetzt ganz schnell runterfahren. Und wird jetzt 3 Minuten im Ruhemodus verweilen, ehe sie wieder angehen wird. Die Erze werden ausgegeben, so bald wie möglich. Ja, genau jetzt, damit das Stresslevel bloß nicht zu hoch geht. Ja, das ist meine Combustion Centrifuge. Ich wünsche euch viel Erfolg und viel Spaß beim Nachbauen und beim Machen des Codes. Im Übrigen gibt sie auch Wastegas raus. Wie gesagt, sie funktioniert mit Sprit. Und hier haben wir den Waste, der ist 1800 Grad heiß. Keine Ahnung, was ihr damit machen wollt. Beheizt damit etwas oder baut daraus eine Furnace oder was weiß ich. Lasst euch was einfallen. Wobei Furnace wird es ein bisschen zu wenig sein. Naja, vielleicht auch nicht. 1800 Grad, ja, gut. Keine Ahnung. Irgendwas kann man damit bestimmt machen. Macht etwas oder filtert es oder schmeißt es in die Atmosphäre oder was ihr damit machen wollt, ist euer Ding. In dem Sinne, ich verabschiede mich. Somit auch verabschiede ich mich von dem Tutorial hier und wünsche euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wann auch immer ihr das guckt. Bleibt gesund. Bis bald, euer Matthias.